Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Heute gibt es was ganz Besonderes, denn heute gibt es 6 sehr leckere Apfelkuchenrezepte. Nein, natürlich nicht alle auf meinem Kanal, denn das ist eine Kooperation mit noch 5 weiteren ganz tollen YouTube-Kanälen, die die liebe Doris von dem Kanal Mrs. Fluri ins Leben gerufen hat. Mein Beitrag zu dem Thema Apfelernte ist ein sehr leckerer Käsekuchen mit Apfelrosen. Ich zeige euch jetzt zuallererst die Zutaten und die Zubereitung für den Mürbeteig. Wir brauchen 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, 200 Gramm kalte Butter, ein Ei. Dann brauchen wir den Zitronenschalenabrieb von einer halben Bio-Zitrone und wir brauchen einen Teelöffel Backpulver. Wir starten, indem wir die ganzen Zutaten in einen Rührtopf geben, das heißt das Mehl, die Butter. Der Zucker. Den Zitronenschalenabrieb. Hier müsst ihr allerdings darauf achten, dass ihr auch wirklich nur das Gelbe abreibt, denn das Weiße unten drunter ist nämlich bitter. Dann kommt noch hier das Ei und das Backpulver dazu und wird dann miteinander verknetet. Ich mache das hier in meiner KitchenAid und nehme dazu meinen Flachrührer. Wenn ihr das Ganze mit dem Handrührer macht, dann macht das mit den Knethaken. Der Teig wird nun auf niedriger Stufe so lange verrührt, bis sich alles schön gleichmäßig miteinander verbunden hat. Die Backform habe ich in der Zwischenzeit schon mal mit Backpapier auf dem Boden ausgelegt. Dann wird die Backform noch gefettet und im Anschluss noch bemehlt. Backen werde ich den Kuchen heute in einer 26 cm Springform. Etwa die Hälfte von dem Teig verteile ich jetzt auf dem Springformboden und drücke das erstmal grob mit der Hand fest. Für den Rand nehme ich mir die andere Hälfte des Teiges und rolle mir immer kleine Würste und drücke diese dann an den Rand rundherum fest. Um das zu kletten, benutze ich hier noch meine Teigwalze. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Fondantkletter schön kletten oder auch mit einem Glasboden. Ich habe den Boden jetzt in den Kühlschrank gestellt, denn bevor er mit der Käsecreme befüllt wird, sollte er noch mal für 20 bis 30 Minuten kühl stehen. Die Zwischenzeit, die nutzen wir natürlich zum Zubereiten für die Käsecreme und dazu zeige ich euch jetzt die Zutaten und natürlich auch die Zubereitung. Den Backofen, den können wir auch schon einmal vorheizen und zwar bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Wir benötigen 500 Gramm Magerquark, 200 Milliliter süße Sahne, 200 Gramm saure Sahne, 3 Eier der Größe M, 50 Gramm Speisestärke, etwas Vanilleextrakt, ein Päckchen Vanillezucker, dann brauchen wir 250 Gramm Zucker und den Saft von einer Zitrone. Zunächst geben wir die süße Sahne in einen Rührtopf und schlagen diese steif.
Ich mache das Ganze hier in meiner KitchenAid. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze auch mit dem Handrührer machen. Im Anschluss kommt in eine weitere Schüssel die übrigen Zutaten, also der Quark, die saure Sahne, die Speisestärke die Eier den Vanilleextrakt und den Vanillezucker sowie den Saft einer Zitrone und zum Schluss natürlich auch noch den Zucker und wird miteinander glatt gerührt. Zum Schluss wird noch die Sahne untergehoben und dann kann die Quarkmasse auch auf den Mürbeteigboden gegeben werden. Der Kuchen bleibt nun für 50 Minuten im Ofen und in dieser Zeit bereiten wir schon mal die Äpfel zu, aus denen wir zum Schluss noch die Apfelrosen herstellen. Wir brauchen für die Apfelrosen 1 Liter Wasser, 350 Gramm Zucker und ich habe hier 4 mittelgroße Äpfel, das waren so etwa 700 Gramm. Ich gebe das Wasser zusammen mit dem Zucker in einen großen, weiten Kochtopf und bringe dieses zum Kochen. Bis das Wasser kocht, hobel ich mir auch schon mal die Äpfel in etwa 3 mm dicke Scheiben. Sie sollten nicht zu dünn sein, aber auch nicht zu dick. So 2 bis 3 mm sind perfekt. Wenn das Wasser anfängt zu kochen, kommen die Apfelscheiben hier hinein. Und bleiben auch nur ganz kurz hier in dem Wasser drin. Das Wasser ist ja jetzt durch die Apfelscheiben wieder ein wenig abgekühlt. Lasst es bitte nur so lange drin, bis das Wasser wieder anfängt zu kochen und dann werden die Apfelscheiben direkt wieder abgesiebt. Die Apfelscheiben müssen nun noch etwas abkühlen, aus dem einfachen Grund, dass ihr sie anfassen könnt. Und dann nehmt ihr nach 50 Minuten euren Käsekuchen aus dem Ofen und formt aus den abgekühlten Apfelscheiben eure Rosen. Ich mache das hier mit etwa 5 bis 6 Apfelscheiben, je nachdem, wie groß natürlich auch die Scheiben sind. In der Mitte fange ich meistens mit einer etwas kleineren Scheibe an und nach außen mache ich dann meistens 2 bis 3 etwas größere.
Das Ganze wird dann in den weichen Käsekuchen gesteckt und das macht ihr so lange, bis euer Käsekuchen komplett mit den Apfelröschen bedeckt ist und eure Apfelscheiben aufgebraucht sind. Wenn ihr die Apfelrosen komplett auf den Kuchen verteilt habt und eure Äpfel aufgebraucht sind, muss der Kuchen nochmal für 10 Minuten bei 180 Grad in dem Ofen und dann ist er auch schon fertig und muss nur noch abkühlen, bevor ihr ihn genießen könnt. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe, meine Rezeptidee zu dem Thema Apfelernte hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich auch riesig drüber freuen, wenn ihr bei meinen Kollegen auf ihren YouTube-Kanälen auch nochmal reinschaltet und schaut, was die zu dem Thema euch ausgearbeitet haben. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich verspreche euch, wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut! Tschüss!